Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Oh je, das ist ein Greifel. Weißt du, was ich da tun soll? Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man damit umgeht? Dabei sollten wir jetzt was zeichnen, was messen, was... Ich glaube, da holen wir uns einen Spezialisten. Wie zeichne ich einen Winkel und wie lese ich das dann wieder ab? Das soll heute da die Frage sein. Also, da markiere ich den Scheitel. Dann zeichne ich mir einen Schenkel. Und ich möchte jetzt da einen Winkel auftragen, der genau 30 Grad hat. Dann macht man das so. Ich nehme da mein Geodreieck, lege den Nuller genau auf den Scheitel und lege dann das Lineal genau auf den Schenkel. Und jetzt sehe ich schon, da ist der Schenkel, da ist das Lineal. Es gibt zwar da herüben auch ein Lineal, aber das betrifft uns jetzt nicht, weil der Schenkel ist ja da. Und da fange ich auch zum Zählen an, gell? 10, 20, 30. Und da sehe ich schon so einen Strich, den tue ich mir da einfach so verlängern. Und jetzt in einem zweiten Schritt kann ich einfach diesen Strich mit dem Scheitel verbinden und habe dann hier den Winkel von 30 Grad, sagt man. Ich stelle mir gerade vor, ich weiß nicht, dass das 30 Grad sind und ich möchte aber herausfinden, wie viel das ist. Dann nehme ich mein Geodreieck, lege das auf den Winkel drauf und warte, bis der Pauli kontrolliert. Okay, der Pauli möchte den Winkel selber ablesen. Ah, er hat schon verraten. Wie groß ist er? Naja, ob wir das noch zusammenbringen, da den Winkel zu machen. Gut, also wenn eine Katze genau auf dem Winkel sitzt, dann können wir leider nicht feststellen, wie groß der ist. Ich hoffe, dass das nicht bei einer Schularbeit passiert. Dass dann ausgerechnet da sich eine Katze auf den Winkel draufsetzt. Dann hätte man nämlich die Ausrede, ich kann den Winkel leider nicht messen, weil da sitzt der Katze drauf. Das glaubt eh niemand. Dabei haben wir da den Beweis.